Racing Cube. Um sich wie ein echter Rennfahrer zu fühlen, muss man nicht unbedingt jahrelang trainieren und sein eigenes Leben riskieren. Es reicht schon, den Racing Cube für 5.320 US-Dollar zu kaufen. Das Projekt dieses erstaunlichen Fahrsimulators wurde im Jahr 2014 entwickelt. Bis zum Sommer 2015 hatten dänische Entwickler die Arbeit am ersten Prototyp abgeschlossen und auf Kickstarter veröffentlicht. Heute kann das Gerät problemlos gekauft werden. Racing Cube simuliert nahezu alle Aspekte des Hochgeschwindigkeitsfahrens. Das Gerät arbeitet in mehreren Modi. Der Fahrer kann sich ans Lenkrad eines virtuellen Autos setzen. In diesem Fall ist es notwendig, das Lenkrad und die Pedale zu steuern. Oder man kann sich auch wie ein Pilot fühlen. In diesem Modus wird ein virtuelles Flugzeug von einem Seitengriff angetrieben. Dank des hydraulischen Sitzes kann ein Mensch sogar die Unebenheiten auf der Straße, die Drifts während der Kurven und vieles mehr fühlen. Mit der VR-Brille wird die Atmosphäre noch authentischer. Das Einzige, was einem Fahrer für das echte Fahrerlebnis in Racing Cube fehlt, sind die Gerüche. Beacon. Die meisten Spieler stoßen irgendwann auf das Problem, dass ihre zwei Hände für das Spielen nicht ausreichen. Unsere 10 Finger müssen viele unterschiedliche Tasten drücken, und zwar schnell und rechtzeitig. Das Gerät Beacon wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen und die Kontrolle über das Spiel zu erleichtern. Das Gerät ist ein kleiner Leuchtturm, das an Schuhen befestigt wird. Damit kann ein Teil der Spielbefehle nicht durch die Tastatur, sondern mit den einfachsten Fußbewegungen ausgeführt werden. Der Hersteller behauptet, dass Beacon für viele unterschiedliche Spiele geeignet ist. Mit Hilfe der Füße kann man sogar die Bewegung der Spielfigur kontrollieren, Fertigkeiten erlernen, Waffen neu laden oder wechseln, ausweichen, springen, die Anzahl der Befehle ist unbegrenzt. Man kann übrigens in jeder Körperlage spielen und es ist nicht notwendig, sich mit den Füßen am Boden abzustützen. Das Gerät bietet unbegrenzte Möglichkeiten und kostet ab 150 US-Dollar aufwärts. Es ist für Menschen jeden Alters und Körperbaus geeignet, da der Gurt am Fuß befestigt wird. Garmo. Hier kommen erste Kopfhörer, die mit Hilfe eines dreidimensionalen Klanges das Spielerlebnis unvergesslich machen. Natürlich können auch andere Kopfhörer einen 3D-Sound wiedergeben, aber die von Garmo haben ein einzigartiges Design, da sie speziell für Gamer entwickelt wurden. Herkömmliche Kopfhörer trennen den Klang nur in 3 Wellen. Garmo kann 3 Arten von Klängen unterscheiden: Schritte, Explosionen und Schüsse, sowie andere Umgebungsgeräusche. Dadurch wird ein unglaublich detaillierter 3D-Sound erzielt. Mit Hilfe dieser Kopfhörer kann man leicht hören, wo sich der Gegner im Spiel befindet, wie weit er ist und in welche Richtung er sich bewegt. Man kann sogar hören, wie sich die Entfernung zwischen euch verändert. Natürlich haben die Entwickler nicht das Mikrofon vergessen. Es ist hochsensibel und zeichnet die Stimme in hoher Qualität auf, sodass man nicht mehr schreien muss und die Spielkollegen immer nur reinen Klang hören. Die Kopfhörer können für 79 US-Dollar gekauft werden. Sie sind für ein Smartphone, Tablet, Spielekonsolen, Nintendo Switch, Computer und sogar VR geeignet. CyberRift Virtualizer. Shooting-Spiele sind ziemlich interessant, aber man darf ja nicht vergessen, dass es um eine Spielart geht, bei der man fast bewegungslos sitzen und sehr lange auf den Monitor starren muss. Das ist nicht wahnsinnig spannend. Die Entwickler des Gerätes haben es sich zur Aufgabe gemacht, die virtuelle Realität auf ein grundlegend neues Niveau zu bringen. CyberRift Virtualizer ist das erste Gerät für Gamer, das den gesamten menschlichen Körper in den Spielprozess einbezieht. Es erlaubt vollständig in das Spiel einzutauchen, da man laufen, hocken, ausweichen und sogar einen Waffensimulator in der Hand halten muss. Herkömmliche VR-Brillen bieten die Möglichkeit, sich in der virtuellen Realität zu bewegen. Aber das Gehen muss nachgeahmt werden. Mit CyberRift Virtualizer kann man nun wirklich laufen, ohne davor Angst zu haben, gegen eine Wand oder Möbel zu stoßen.
Das Gerät kombiniert das revolutionäre Prinzip von reibungsarmen und hochpräzisen Sensoren mit einem speziellen mechanischen Design. Dadurch wird der Effekt des Gehens, Laufens oder jeder anderen Bewegung erreicht, obwohl die Person ihre Lage im Raum nicht ändert. Die Größe kann reguliert werden und passt sich somit an Menschen jeden Alters an. Sein Preis beträgt 750 US-Dollar. The Middle Finger Gaming Gloves. Mit einer Spielkonsole zu spielen ist eine Aktivität, die Lebensfreude erwecken soll, aber häufig entsteht dabei ein Problem. Jeder eingefleischte Spieler kennt das unangenehme Gefühl, wenn die Handflächen schwitzen, die Finger taub werden und die Gelenke wehtun. The Middle Finger Gaming Gloves sollen Spielern helfen, nicht mehr an Schmerzen und andere Unannehmlichkeiten zu denken. Seit einigen Jahren arbeiten Entwickler daran, diese Handschuhe so zu konstruieren, dass sie alle möglichen Probleme berücksichtigen. Die Handschuhe bestehen aus einem speziellen Material, das die Blutmikrozirkulation in den Fingern verbessert. Sie lösen auch das Problem des Schwitzens, verbessern den Griff und unterstützen die Hände. Der Stoff bedeckt nur den Mittelfinger. Die anderen Finger bleiben frei, sodass sich die Spieler beim Tastendrücken bequemer fühlen. Diese einzigartigen Handschuhe ermöglichen es, ein hohes Maß an Kontrolle und Spielkomfort zu kombinieren. Ihre Kosten betragen 25 US-Dollar. Lexip. Während einige Entwickler innovative Geräte entwickeln, die die Qualität und den Spielkomfort verbessern, arbeiten andere daran, bereits vertraute Geräte zu verbessern. Lexip stellt eine Computermaus mit einer grundlegend neuen Konstruktion dar. Sie ist für professionelle Spieler konzipiert, obwohl natürlich nicht jeder damit spielen kann. Lexip kann für 150 US-Dollar gekauft werden. Die Maus hat zwei einzigartige Eigenschaften. Die erste ist der seitliche Joystick. Um zwischen den Spielmodi, Einstellungen und anderen Handlungen, die normalerweise mit der anderen Hand ausgeführt werden, über die Tastatur hin und her zu schalten. Es kann auf jede geeignete Weise konfiguriert werden. Zum Beispiel zum Zoomen oder ein Ziel zu präzisieren oder zum Bewegen auf der Karte. Das zweite Merkmal ist die Reaktion auf die Bewegung der Handfläche. Die Maus kann sich dabei in verschiedene Richtungen biegen. Lexip reagiert außerdem selbst auf die kleinste Handbewegung, gleitet gut auf dem Mauspad und bietet eine hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit aller Spieleraktionen. Sensorix. Hier ist ein weiteres Gerät, das so konzipiert ist, dass der Spieler mit der virtuellen Realität auf eine neue Weise interagieren kann. Zusätzlich zu den üblichen VR-Brillen werden einzigartige Handschuhe mit integrierten Bewegungssensoren geliefert. Überraschenderweise ist Sensorix kabellos und enthält keine zusätzlichen Controller, die mit den Händen gehalten werden müssen. Dies erweitert die Möglichkeiten zur Nutzung der virtuellen Realität erheblich. Mit Sensorix kann man beispielsweise Shooting-Games oder Boxen spielen. Und da die Handschuhe nicht nur die Bewegungen der Handflächen, sondern auch die der Finger verfolgen, kann man in der virtuellen Realität Musikinstrumente spielen. Mit im Set sind auch Fußsensoren. Die Entwickler von Sensorix haben lang daran gearbeitet, um die Kontrolle beinahe intuitiv zu gestalten. Bevor man das Gerät verwendet, muss man daher keine Anweisungen lesen oder geschult werden. Natürlich kann es nicht nur für Spiele, sondern auch fürs Projektieren und andere Arbeiten eingesetzt werden. Die Kosten dafür betragen 400 US-Dollar.